Die Enthüllung, auf die wir alle schon gewartet haben, steht kurz bevor. Der Galaktische Rat hat zu mir gesprochen und wird über schockierende Hintergründe, über das Schicksal der Elite heute in dieser Botschaft uns berichten. Bist du bereit, die Wahrheit zu erfahren, die hinter den Kulissen verborgen wird? Welche Geheimnisse hüten die Mächtigen dieser Welt und welche Verbindung besteht zwischen der Elite und den außerirdischen Kräften? Der Galaktische Rat gibt uns einen faszinierenden Einblick in die höchsten Ebenen der Macht heute in diesem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirayana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und dies ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Und darin spricht auch Eraon, ein Kommandeur des Galaktischen Rates. Und wenn du dich dafür interessierst, kannst du gerne auf den Link unter meinem Video klicken. Ja, und heute geht es um die Enthüllungen des Galaktischen Rates über unsere Machthaber, über unsere Eliten. Und es ist sehr interessant, was hier gesagt wird, was sie uns zu sagen haben. Denn das Schicksal dieser Menschen ist nicht so schön, wie sie sich das gerne wünschen. Also sie haben intern Probleme und der Galaktische Rat sagt sogar, an sich sind die Tage gezählt. Es kann nicht mehr ewig dauern, bis sich hier etwas ändert. Jetzt, wenn die sowas sagen, ist eine Zeitangabe sehr kritisch zu betrachten. Das heißt, es bedeutet für uns, es geht schon noch lange, aber es bedeutet auch, es ist etwas in Bewegung, was zu unserem Vorteil ist. Die galaktischen Räte und auch die geistige Welt haben mich gebeten, euch noch etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar möchten sie uns alle bitten, Geduld zu haben. Es geht auf jeden Fall voran, aber die Geduld sollen wir haben für alle Menschen, die noch schlafen. Denn die Schlafenden sollen genügend Zeit haben, um zu erwachen, damit wir gemeinsam dann in die fünfte Dimension hineingehen können. Und darum bitten Sie einfach, uns ja zu gedulden und das anzunehmen, dass es eben einfach so ist. Sie sind bei uns, sie begleiten uns und sie sind immer da und passen auf, dass alles gut geschehen wird. Das soll ich euch ans Herz legen und natürlich freue ich mich für jeden Menschen, der erwacht und unsere Gemeinschaft stärkt. Das ist ganz wichtig. Wir sind eine große Gemeinschaft und das merkt man auch auf meinem Telegram-Kanal. Dort ist auch eine sehr schöne Gemeinschaft, eine schöne Gruppe gewachsen, wo wir uns intern auch noch austauschen können. Und das, was jetzt heute in der Botschaft vielleicht nicht gesagt wird, was danach noch zu mir kommt, das werde ich dann auf Telegram posten. Einfach nur, damit ihr wisst, es geht weiter. Also es ist immer wieder eine wichtige Botschaft da, die ich euch gerne überbringe. Diese Welt, die uns im Moment, ja, sag ich mal, in Bann hält, hin und her rüttelt und schüttelt, das sind Schritte oder Dinge, durch die wir einfach hindurchgehen müssen, damit sich etwas verändert. Aber wenn du weißt, dass du die Hilfe und Unterstützung der geistigen Welt hast, ist das weit weniger schlimm. Und von daher bin ich sehr dankbar. Oh, ein Sprachfehler. Und daher bin ich sehr dankbar für diese Botschaft, die ich euch jetzt gleich erzählen werde. Und wir werden auch, ach so, genau, das wollte ich euch noch sagen. Ich werde am 22. bis 24. September hier auf der Grenzenlosmesse in Hofheim sein und ich habe hier Freikarten zum Verlosen. Das werde ich jetzt demnächst in den Community-Tab schreiben. Da könnt ihr auch an der Verlosung teilnehmen. Und wenn du bereit bist, die Wahrheit zu erfahren, die hinter den Kulissen verborgen wird, wenn du bereit bist, die Geheimnisse zu erfahren, die die Mächtigen dieser Welt hüten, dann wird dich diese Botschaft ergreifen. Und der Galaktische Rat sagt auch, ihr sollt bitte dieses Video teilen, damit die Menschen davon erfahren. Denn es ist wichtig, diese Kenntnisse zu haben, denn mit diesen Kenntnissen kommen wir leichter durch das Leben. Wir haben dadurch weniger Angst, denn wir wissen, um was es eigentlich geht und wir wissen, dass die Elite oder die Mächtigen dieser Welt gar nicht so mächtig sind, wie es im Außen erscheint. Und das ist
So eine schöne Botschaft, allein schon vorneweg. Und jetzt werden wir gemeinsam hineingehen in die Botschaft von dem Galaktischen Rat. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Und ich benutze hier mein Auraspray der Gedankenbefreiung. Wer das noch nicht kennt, das ist das neue Auraspray. Und das hilft mir tatsächlich sehr, sehr gut, einen klaren Kopf zu behalten und die Wahrheit zu erkennen und meinen Weg leichter zu gehen. Ich habe es euch unten auch verlinkt. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dieser Botschaft. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen, wir der Galaktische Rat, wir haben eine wichtige Botschaft für euch alle. Und zwar geht es um eure Machthaber. Es geht um die Hintergründe und um die Probleme, die eure Machthaber haben. In diesem entscheidenden Moment der menschlichen Geschichte treten wir, der Galaktische Rat, aus den Schatten, um euch die Wahrheit zu offenbaren, die seit Äonen hinter den Kulissen verborgen war. Wir beobachteten eure Entwicklung, eure Höhen und Tiefen, eure Triumphe und Herausforderungen. Doch nun ist die Zeit gekommen, euch in das Wissen über das zu führen, was sich im Schatten eurer Welt abgespielt hat. Eure Elite ist nicht so stark, wie sie es einmal war. Verborgene Rivalitäten und interne Kämpfe erschüttern das Fundament der Macht der Eliten und Machthaber. Sie versuchen, den Anschein der Einheit nach außen aufrecht zu erhalten. Aber dies ist nur ein Trug. Und so werfen wir jetzt zusammen einen Blick hinter die Kulissen, wo ihr erkennen könnt, dass die Mächtigen nicht nur gegen äußere Einflüsse, sondern auch gegen sich selbst kämpfen. Die Machtstrukturen, die die Welt über Jahrhunderte hinweg geprägt haben, finden ihren Ursprung nicht allein in menschlicher Weisheit und Führung. Einige eurer mächtigsten Institutionen und Individuen haben uralte Technologien und Kenntnisse von außerirdischen Zivilisationen erhalten. Dies verlieh ihnen eine dominierende Position, die sie geschickt zur Kontrolle eingesetzt haben. Durch den Einsatz dieser Technologien haben einige Mitglieder der Elite subtil die Medien, Finanzmärkte und politische Landschaft manipuliert, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben. Die Illusion von Freiheit und Demokratie wurde gewoben, während im Hintergrund unsichtbare Fäden gezogen wurden, die eure Entscheidungen lenkten. Ihr wurdet sozusagen manipuliert. Doch diese Zeit ist nun vorbei. Auch hat die Elite im Geheimen fortgeschrittene Weltraumprogramme betrieben, die es ihr ermöglichten, nicht nur eure Erde zu erkunden, sondern auch Kontakt zu außerirdischen Zivilisationen aufzunehmen. Diese Begegnungen waren sowohl kooperativ als auch konfliktreich. Und einige haben geheime Technologien und Informationen erworben, die sie gegen euch verwenden können oder möchten. Die Verbindungen zwischen einigen Mitgliedern der Elite und außerirdischen Kräften sind tiefer, als die meisten von euch es sich jemals vorstellen könnten. Denn es wurde bis jetzt strikt geheim gehalten.
Dies könnte sich aber in Zukunft ändern und wird einige Schlafende erschrecken. Einige aus der Elite haben Bündnisse geschmiedet, um ihre Macht zu stärken und um euch auszunutzen. In dieser Art formierten sich geheime Allianzen und Bündnisse, einige zum Wohl der Menschheit, aber die meisten mit egoistischen Absichten. Diese Konflikte und Bündnisse haben zu einem verborgenen Kampf innerhalb der Elite geführt, der die Stabilität der Mächtigen erschüttert hat. Und das ist die Chance für die Menschheit, denn diese inneren Konflikte, dieser verborgene Kampf, den die Elite mit allen Kräften zu verstecken versucht, wird an die Oberfläche kommen und wird ihre Schwäche zeigen. Diese Botschaft, in welcher wir die Wahrheit enthüllen, bringt die Möglichkeit für eine neue Ära der Transparenz und Freiheit mit sich. Denn ihr könnt das Wissen erlangen, das euch ermächtigt, eure eigene Realität zu gestalten und die Kontrolle über euer Schicksal zurückgewinnen. Deswegen hört gut zu. Die alten Machtstrukturen könnten erodieren und wirtschaftliche Umwälzungen könnten eintreten. Dies öffnet die Tür für gerechtere Verteilung von Ressourcen und die Schaffung neuer wirtschaftlicher Modelle, die das Wohl der gesamten Menschheit im Blick haben. Die Erschütterungen der Mächtigen, die Schwäche der Eliten könnten die Menschheit dazu bewegen, Unterschiede zu überwinden und enger zusammenzuarbeiten. Nationen könnten sich vereinen, um globale Herausforderungen anzugehen, und gemeinsam könnt ihr eine bessere Zukunft gestalten als jemals zuvor. Die Energien der fünften Dimension stehen bereit, euch zu unterstützen, und wir, der Galaktische Rat, ist überzeugt, dass ihr dies schaffen werdet, denn die Schwäche der Elite wird immer mehr sichtbar und viele Menschen werden dies erkennen und so wird die Macht der Elite schwinden. Die Tage sind gezählt. Und wir, der Galaktische Rat, wir stehen euch bei diesem Übergang zur Seite und bieten unsere Unterstützung an. Die Zeit ist gekommen, eure wahre Stärke als vereinte Spezies zu entfesseln und eure Zukunft selbst zu gestalten. Lasst diese Enthüllungen aus unserer Botschaft euch ermutigen, eure Welt aufzubauen, basierend auf Prinzipien der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Die Zukunft liegt in euren Händen, die Wege werden geebnet und ihr werdet immer mehr eure Kraft und Stärke erkennen. Ihr braucht nicht mehr zu kämpfen, ihr wisst genau, dass dieses, was gerade geschieht, sich auflösen wird und das Neue kommen wird, was ihr mit Händen der Fülle empfangen werdet. Die Macht der Elite hat bald ein Ende. Es sind die letzten Kämpfe, die hier ausgetragen werden, um euch noch einmal einzuschüchtern. Aber diese Versuche haben keinen Effekt, denn ihr seid bereits viel weiter in eurer Entwicklung gekommen. Und so schauen wir voller Liebe zu euch herab und senden den Gruß der Liebe, den Gruß der Wahrheit und des Lichtes direkt in eure Herzen hinein. So ist es. Und so verabschieden wir uns voller Liebe jetzt von euch. Ich danke dem Galaktischen Rat für diese wundervolle Botschaft und Bestärkung
unserer Liebe, unserer Kraft. Wenn dir diese Botschaft gefallen hat und du noch mehr solche Botschaften erhalten möchtest, bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos, und auch die Glocke zu aktivieren, damit du immer die neuesten Botschaften bekommst. Hab Dank, dass du heute hier warst. Wir sehen uns zum nächsten Video. Alles Liebe.